Zum Spargel immer Riesling, zu Käse immer Rotwein, zu hellem Fleisch den Weißwein und zu dunklem und rotem Fleisch dann den Rotwein. Ich komme schon komplett durcheinander wegen diesen ganzen Regeln, die in Deutschland vorherrschen, welchen Wein man zu welcher Speise trinken darf und was man auf gar keinen Fall miteinander kombinieren darf. Gott sei Dank ging es zwei Autoren und einem Starkoch und einem Winzer genauso, zwar Gerd Rinchen und Gotthard Scholz, die haben sich genau diesen Irrtümern und Mysterien angenommen und die einfach mal hinterfragt und teilweise sogar widerlegt. Die Lektüre heißt Crashkurs Essen und Wein und sorgt gleich im Klappentext für Klartext. Hier steht nämlich kein Grund zur Panik. Man soll einfach seinem Geschmack und seinem Instinkt vertrauen, was aber wiederum für uns Nicht-Profiköche und Nicht-Gourmets einfacher gesagt ist als getan. Genau deshalb gibt dieses Buch jetzt so die ein oder andere Hilfestellung, die man sich eben mal aneignen kann. So, um jetzt nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Die Regel mit zu hellem Fleisch nur Weißwein und zu dunklem Fleisch nur Rotwein, die wird hier auch berichtigt bzw. gerade gerückt. Also im Grunde ist es erstmal Quatsch, sagen die Profis. Man soll sich auf jeden Fall daran orientieren, weil es eine gute Stütze sein kann, wenn man noch nicht so viel Ahnung vom Wein hat. Aber die Ausnahmen sind zahlreich. Sie begründen das dann auch ganz schön. Also im Grunde geht es jetzt dabei nicht um die Farbe, also rotes und dunkles Fleisch zu Rotwein und helles zu dem helleren dann, sondern da geht es um die Intensität des Geschmacks, weil helles in der Regel also weniger intensiv ist als dunkles Fleisch und genauso ist es eben beim Wein. Da Speisen und Wein sich geschmacklich möglichst auf Augenhöhe treffen müssen, kann man das dann eben ungefähr gleichsetzen. Auf jeden Fall kann man der Farbe des Weins den Geschmack definitiv nicht ansehen und das ist auch gut so. Jeder, der jetzt etwas gelernt hat, was er vorher noch nicht wusste, dem sei dieses Buch definitiv empfohlen, weil da stehen noch ganz viele solcher Dinge drin, die einen weiterführen, weiterbringen und einfach auch mal erleuchten in der Hinsicht. Und jeder, der gerne Wein trinkt, kann mit diesem Buch bestimmt sehr, sehr gut was anfangen. Vor allem schön ist, dass man hinten sogar noch das ein oder andere ist, vielleicht sogar untertrieben, sehr viele Rezepte findet, zu denen es besonders schön ist, Wein zu genießen.